Okay, ja. Ja, okay, ja, aber ich kündige schon mal an. Gleich kommen wir zu einer wirklich interessanten Stelle. Also, ja. Okay. Ja, also wir kommen jetzt gleich. Richtig. Nicht nur die Mieterinnen und Mieter von den sogenannten GSW 23 Häusern, sondern auch, wir kommen gerade gleich noch an das andere vorbei, nämlich dem Bonjour Tristesse Haus, einer architektonischen Perle der internationalen Bauausstellung 84, öffentlich geförderter Wohnungsbau. Jetzt fällt er aus der Anschlussförderung raus. Sarrazin hat damals als Finanzsenator gesagt, Schluss mit diesem viel zu teuren sozialen Wohnungsbau, sollen die Leute bleiben, wo sie wollen. Wir bezahlen das nicht mehr. Und jetzt fällt auch das Bonjour Tristesse Haus daraus und da sind bereits einige Leute andersrum. Einige Leute wohnen da bereits, seit es dieses Haus gibt, seit 1984, mit ihren Kindern. 2010 ist das verkauft worden, um es aufzuwerten. Und seit 2011 gibt es da jedes Jahr Mieterhöhungen. In diesem Jahr zwischen 40 und fast 200 Euro. Und viele Mieterinnen und Mieter können das nicht zahlen. Und sie haben sich zusammengeschlossen, haben sich Hilfe gesucht, haben sich andere Initiativen gesucht, die ähnliche Probleme haben, um ihr Haus zu behalten und um in Kreuzberg wohnen bleiben zu können. Und das ist genau das, was noch viel mehr Häuser machen müssen.